Die Teleakademie ist heute beim Deutsch-Amerikanischen Institut in Heidelberg. Professor Dr. Rainer Mausfeld studierte Psychologie, Mathematik und Philosophie und lehrte bis zu seiner Emeritierung 2016 allgemeine Psychologie an der Universität Kiel. Er beschäftigt sich vorrangig mit Fragen der Kognitionswissenschaft und der Wahrnehmungspsychologie. Professor Dr. Rainer Mausfeld spricht zum Thema Eliten, Demokratie und Meinungsmanagement. Hat sich die Vorstellung vom mündigen Bürger überlebt? Thema Demokratie. Demokratie ist ja etwas, was viele Rätsel birgt. Die Demokratie hat im vergangenen Jahrhundert, zumindest vordergründig, einen Siegeszug um die Welt angetreten, obwohl sie für die Mächtigen die unvorteilhafteste Herrschaftsform ist. Das ist im höchsten Grade erklärungsbedürftig. Die Demokratie beruht auf Voraussetzungen, die sie selbst ja gerade erst herzustellen hat. Die Demokratie beruht auf der Leitidee des mündigen Bürgers. Mit ihr steht und fällt die Idee von Demokratie. Steht also viel auf dem Spiel, wenn wir uns heute Abend mit der Frage beschäftigen, ob sich die Leitidee des mündigen Bürgers überlebt hat. Nun, was ist Mündigkeit im gesellschaftlich-politischen Bereich? Mündigkeit ist die Befähigung zur Selbstbestimmung und die Unabhängigkeit von einer Bevormundung durch andere. Wie steht es mit der politischen Mündigkeit? Nun, in vordemokratischen Zeiten hat der große sozialkritische englische Maler William Hogarth seinen Zweifeln an der Mündigkeit, an der politischen Mündigkeit der Bürger mit diesem Bild Ausdruck verliehen. Wir sehen da Wähler, die in Oxford zusammengekommen sind, um zwei Mitglieder des Parlaments zu wählen. Und sie waren vor allem an den üppigen Bestechungsgeldern und an dem kostenlosen Gelage und Schmaus interessiert, wie Hogarth uns hier sinnlich vor Augen führt. Kant bemerkte später treffend, es ist so bequem, unmündig zu sein. Alle wollen immer, auch darauf haben viele hingewiesen, auch George Berkeley, alle wollen immer meinungsstark sein, doch dürfe man das bloße Meinen nicht verwechseln mit einem Gedankenakt. Alle haben Meinungen, aber nur wenige denken. Das scheint im Großen und Ganzen heute wohl nicht viel anders zu sein. Was bedeutet es dann für Demokratie? Demokratie ist, Ingeborg Maus zufolge, eine der vermutlich die wohl bedeutendste Demokratietheoretikerin der Gegenwart. Demokratie ist die Vergesellschaftung von Herrschaft und die Unterwerfung der Staatsapparate, und zwar aller Staatsapparate, unter den Willen der Bürger. Das kann natürlich nur funktionieren, wenn die Bürger die gesellschaftliche Komplexität zu erfassen vermögen und die Folgen ihrer Selbstgesetzgebung sich über diese Folgen auch im Klaren sind. Das führt uns sofort zur Frage, ob in einer modernen, hochindustrialisierten Gesellschaft wie der unseren die Vorstellung, dass ein einzelner Bürger die Komplexität, die gesellschaftliche Komplexität zu erfassen vermag, und die Folgen
gesetzgeberischer Gestaltungsversuche überschauen kann, die muss eigentlich hoffnungslos, unangemessen und naiv erscheinen. Bleibt also überhaupt noch Spielraum für eine Kontroverse oder ist die Frage nicht längst entschieden, dass sich die Leitidee des mündigen Bürgers für unsere Gesellschaft überlebt hat? Und damit, das würde bedeuten, und damit natürlich auch die Leitidee von Demokratie. Erfreulicherweise, denn es geht hier bei den Dingen Demokratie, mündiger Bürger, worüber wir reden, erfreulicherweise gibt es gute Gründe für die Annahme, dass wir am Leitideal der Demokratie und des mündigen Bürgers festhalten sollen. Und ich möchte diese Gründe Ihnen sozusagen prototypisch darstellen an einer der großen politischen Kontroversen des letzten Jahrhunderts, an der Kontroverse zwischen Walter Lippmann und John Dewey, beides herausragende öffentliche Intellektuelle und beide auch auf ganz unterschiedliche Weise auch politische Aktivisten. Ich möchte Ihnen die beiden nun zunächst vorstellen. Hier treffen der einflussreichste Journalist der USA in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts mit dem einflussreichsten Philosophen der USA, der sozusagen dessen Philosophie ein Teil der amerikanischen Identität ausmacht, der Pragmatismus, aufeinander. Walter Lippmann ging es darum, eine Form von Demokratie zu finden, die den Komplexitäten einer modernen, hochindustrialisierten Gesellschaft gerecht wird. Und er sah die Lösung in einer Elitendemokratie, in der die Bürger periodisch Repräsentanten aus einem vorgegebenen Elitenspektrum wählen können. Zugleich beschäftigte sich Lippmann intensiv mit der Rolle von Massenmedien und Propaganda in einer solchen Elitendemokratie und wies Thinktanks, das war ein ganz neues Konzept, was er damals entwickelte, und wies Thinktanks eine ganz besondere Rolle in dieser Elitendemokratie zu. Zudem war er einer der Vordenker von Strömungen, die sich später dann im sogenannten Neoliberalismus verdichteten. Lippmann unterzog in zwei glänzend geschriebenen und sehr geistreich argumentierenden Büchern die Idee der mündigen Bürger einer vernichtenden Kritik. Das führte dazu, dass John Dewey sich mit diesen Dingen auseinandersetzte. Dewey kam aus einer ganz anderen Gedankenwelt. Er stand fest in der Tradition der Aufklärung. Er war ein Sozialreformer, ein Pädagoge und vor allen Dingen war er ein glühender Verfechter demokratischer Lebensformen. In seinem Buch The Public and Its Problems sezierte er die Thesen und vor allem die Prämissen von Walter Lippmann und suchte die Voraussetzungen, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, durchsuchte die Voraussetzungen zu bestimmen, unter denen mündige Bürger und damit auch eine demokratische Gesellschaftsordnung möglich sind. Wir werden sehen, dass beide sich überhaupt nicht verstehen konnten, weil sie von geradezu diametral entgegengesetzten Menschenbildern starteten
und weil sie geradezu diametral entgegengesetzte politische Ziele verfolgten. Lippmann ging es um die Frage, wie lässt sich Macht in einer modernen Industriegesellschaft effizient organisieren? Dewey ging es, und zwar ganz in der Tradition der Aufklärung, das war der Hauptpunkt in der Aufklärung, Dewey ging es darum, wie lässt sich Macht wirksam einhegen? Das sind komplementäre Fragestellungen. Ich möchte Ihnen nun zunächst die geradezu ätzende Kritik von Walter Lippmann am mündigen Bürger vorstellen. Ich werde mich da auf die Essenz beschränken, weil Lippmann in seinen Büchern eine Fülle von Beispielen gibt, eine Fülle von fein ziselierten Argumenten. Er war mit der Psychologie der damaligen Zeit wohl vertraut, weil er bei William James in Harvard auch Psychologie studiert hatte. Lippmann schreibt, Bürger hätten weder Wissen noch Interesse, sie seien gekennzeichnet durch Ignoranz, Apathie und Vorurteile und hätten einen Mangel an Denk- und Handlungsfähigkeit. Die breite Öffentlichkeit bestehe aus unwissenden und lästigen Außenseitern, deren Rolle in der Demokratie die der Zuschauer sein müsse, nicht aber die von Mitwirkenden. Bürger dürften lediglich periodisch ihre Stimme einem der verantwortlichen Männer verleihen und sollten sich dann wieder auf ihre kleine, überschaubare Privatwelt beschränken. Hier ein Zitat: Die Öffentlichkeit muss auf ihren Platz verwiesen werden, damit wir, die Eliten, damit wir durch das Getrampel und Geschrei der verwirrten Herde nicht beeinträchtigt werden. Demokratie sah Walter Lippmann als ein reines Verwaltungsproblem, das so effizient wie möglich durch Experten gelöst werden müsse, sodass die Bevölkerung weiterhin den individuellen Zielen ihrer kleinen Privatwelt sich widmen könne. Das heißt, Lippmanns Konzept der Elitendemokratie ist, Demokratie könne nur funktionieren, wenn sie keine ist. Das ist eigentlich heute unser Standardmodell von Demokratie. Das entwickelte sich später zur neoliberalen Demokratie, wo man argumentierte, dass die effizienteste Lösung, um in einer komplexen Gesellschaft zu einem Konsens zu kommen, der freie Markt ist und dass das die rationalste Form von Demokratie ist. Eine marktkonforme Demokratie könne daher auf die komplexen Mechanismen der demokratischen Konsensfindung verzichten. Man sah also jetzt eine echte Demokratie als eine Art von Marktstörung an. Nun John Dewey. Dewey sah in dem, was Lippmann machte, einen grundlegenden logischen Fehler, eine Art Typenfehler, weil Lippmann eine Eigenschaft, politische Kompetenz, die für ein Kollektiv gilt, in inkorrekter Weise auf ein einzelnes Individuum anwendet. Dewey schreibt, politische Kompetenz ist ein kollektives Attribut, das sich an den Möglichkeiten einer freien, offenen und wohlinformierten Diskussion einer Gemeinschaft ergibt. Das heißt, politische Intelligenz hängt davon ab, dass der öffentliche Debattenraum intakt ist, ist eine Eigenschaft eines Kollektivs. Und er schreibt, ich zitiere, solange bei der Unterrichtung der Öffentlichkeit Geheimhaltung, Parteilichkeit, Vorurteil, Falschdarstellung, Propaganda und schiere Ignoranz überwiegen, gibt es keine Möglichkeit, die politische Intelligenz der Massen zu beurteilen. Es geht ihm also jetzt nicht, er verschiebt die Frage weg von der isolierten Frage, gibt es einen mündigen Bürger, hin zu der Frage eines Gemeinwesens. Wenn der Bevölkerung die relevanten Informationen nicht unverzerrt zur Verfügung stehen und der öffentliche Diskussionsraum eingeschränkt ist, gibt es keine Möglichkeit, ein Urteil über die politische Kompetenz der Bürger abzugeben.
Damit verschiebt sich also die Frage, die unsere Ausgangsfrage war, in eine ganz andere Richtung. Dewey beklagte schon damals, die Formung der öffentlichen Meinung ist zu einem eigenständigen Wirtschaftszweig geworden. Die öffentliche Meinung ist nicht mehr ein freier Diskussionsraum, sondern ist etwas, was von einem ganzen Industriezweig geformt wird. Man müsse daher die notwendige Wirkung des vorliegenden Wirtschaftssystems auf das gesamte System der Öffentlichkeit untersuchen und fragen, wie weit echte geistige Freiheit und soziale Verantwortung in irgendeinem größeren Umfang unter den Bedingungen der bestehenden Wirtschaftsordnung überhaupt möglich sind. Damit hat sich die Frage radikal gegenüber der Frage von Walter Lippmann verschoben. Deweys Position ist, Demokratie könne nur funktionieren, wenn alle Bereiche einer Gesellschaft, einschließlich der Wirtschaft, demokratisch organisiert sind. Damit verschiebt sich die Frage nach der Mündigkeit der Bürger direkt zu der Frage, in welchem Umfang Medien demokratisch organisiert sind und die Bürger in freier, umfassender und unverzerrter Weise informieren. Sie sehen also schon an der Fragestellung, wie konträr die beiden Kontrahenten rangehen und wie sie eigentlich vollständig unterschiedliche Fragen. Dewey lehnt die Frage von Lippmann ab. Wir finden jetzt also in dieser Kontroverse zwei Fragen, die auch empirisch untersuchbar. Wie häufig bei Fragen kann man ja sagen, gut, dann soll die Empirie entscheiden, wer Recht hat. Es gibt einen Kern, der ist empirisch untersuchbar. Das eine ist die Frage der Rationalität von Experten. Dewey ist der Auffassung, dass die kategoriale Unterscheidung, die Lippmann macht zwischen den rationalen Experten und dem irrationalen Volk, dass diese Frage schon grundlegend nicht haltbar ist. Die zweite Frage ist die der Rationalität von Bürgern. Hier ist Dewey der Auffassung, dass es nicht um die Rationalität von einzelnen Bürgern geht, von Bürgern in einem Gemeinwesen. Auch das eine vollständig andere Frage. Ich will jetzt zu diesen Fragen, es gibt ja eine Riesenliteratur zu, ich will zwei Studien, sehr renommierte Studien dazu nennen, die sich genau mit diesen Fragen beschäftigen, empirische Studien. Man könnte natürlich vorher fragen, ob es überhaupt nötig ist, der Aufwand zur Rationalität von Experten eine Studie zu machen, denn es reicht der Blick in den politischen Alltag. Da finden wir in Hülle und Fülle Entscheidungen von Funktionseliten, die genau an dieser Rationalität zweifeln lassen. Vergleicht man also die Entscheidung von Funktionseliten mit entsprechenden Meinungsumfragen der Bevölkerung, so wird sehr schnell offenkundig, dass die Bürger zumeist keineswegs das Maß an politischer Dummheit aufweisen, das demjenigen entspricht, das dem der Funktionseliten in irgendeiner Weise überhaupt nur gleich käme. Das ist ein wichtiger Punkt, mit dem sich auch Ingeborg Maus beschäftigt. Also schauen wir uns diese Studien an. Von dem Psychologen Philipp Tetlock, eine Pionierarbeit, die 28.000 Vorhersagen von Experten untersucht hat. Was haben sie vorhergesagt? Was ist tatsächlich eingetreten? Es geht immer um Komplexes, ganz wichtig, wenn man Entscheidungen untersucht. Es geht um komplexe Entscheidungen über gesellschaftliche Fragen. Es stellt sich heraus, ich mache es ganz kurz, es stellt sich heraus, müssen gar nicht in die Details gehen, kein Unterschied. Experten sind auch, welche Überraschung, nur Menschen. Sie zeigen dieselben kognitiven Fehler wie normale Bürger. Es gibt aber eine Besonderheit, die ihm auffällt. Experten weisen bei falschen Vorhersagen ausgefeiltere Rechtfertigung auf, dass sie eigentlich im Grunde irgendwie doch ziemlich eigentlich richtig gelegen hätten. Das ist der Hauptunterschied zwischen rationalen Experten und Bürgern.
Schauen wir uns nun an, wie es sich mit der politischen Rationalität der Bürger verhält. Auch hier eine Studie von zwei sehr renommierten Politologen, die über einen sehr, sehr langen Zeitraum eine Vielfalt von Entscheidungen untersucht haben. Sie kommen zu dem Ergebnis, ich fasse auch hier das nur ganz rasch zusammen, die öffentliche Meinung und das Verhalten der Wähler sind bezogen auf die ihnen zur Verfügung gestellten Informationen verständlich und vertretbar und somit in diesem Sinne rational. Konditional bezogen auf die Informationen, die den Bürgern zur Verfügung gestellt werden, integrieren sie diese Informationen in rationaler Weise. Ganz wichtig, wie sich auch hier die Frage verschiebt. Ein Zitat: Unter der Voraussetzung, dass alle relevanten Informationen zur Verfügung stehen, hat die Öffentlichkeit als Kollektiv die Befähigung zu regieren. Damit bestätigt er explizit die duische Position, dass Rationalität eine Frage eines Kollektivs ist und die Voraussetzung zu einem mündigen Bürger, um ein mündiger Bürger sein zu können, ist, dass alle relevanten Informationen in unverzerrter Weise zur Verfügung stehen. Wenn das nicht der Fall ist, entfällt auch die Frage mündiger Bürger. Das heißt, beide Lippmannschen Prämissen erweisen sich, dass sie kein Fundament in der Realität haben. Experten sind in gesellschaftlichen, bei komplexen Entscheidungen in gesellschaftlichen Fragen, haben sie keinen höheren Grad der Rationalität, die eine Seite. Bürger sind genauso rational als Informationsintegration, wenn die Informationen richtig zur Verfügung stehen. Das heißt, der Kern der Demokratie ist, die Informationen müssen zur Verfügung stehen und die Bürger müssen eine Möglichkeit haben, diese Dinge zu debattieren. Nun hat es in den vergangenen Jahrzehnten eine schleichende und massive Einschränkung des öffentlichen Debattenraumes gegeben. Das Herzstück der Demokratie und die Bedingung der Möglichkeit von Demokratie ist aber der öffentliche Debattenraum, in den sich alle gleichberechtigt einbringen können, ist die Intaktheit des öffentlichen Debattenraumes. Wenn der öffentliche Debattenraum nicht intakt ist, entfällt die Möglichkeit von Demokratie. Die Frage ist, wie ist es eigentlich, warum ist es eigentlich in den letzten Jahrzehnten zu einer so massiven Einschränkung des öffentlichen Debattenraumes gekommen? Das ist eine ziemlich komplizierte Geschichte. Sie hängt zusammen mit die Wurzeln dieser Entwicklung, hängen zusammen mit den Entwicklungen, die in den 70er Jahren ihren Anfang nahmen und die mit dem zusammenhängen, was man gelegentlich in der Literatur die neoliberale Revolution von oben nennt, also der Siegeszug des Neoliberalismus. Also verschiebt sich die Frage, wie ist es dazu gekommen, wie ist es zu diesem Siegeszug des Neoliberalismus gekommen? Auch das ist eine ausgesprochen komplizierte Frage. Sie ist aber wichtig, da ein gewisses Verständnis zu haben. Ich will es ganz kurz skizzieren, immer in Bezug auf den öffentlichen Debattenraum. In der Nachkriegszeit ist es zu einer Art Klassenkompromiss zwischen Arbeit und Kapital gekommen, die das eigentlich unversöhnliche Spannungsverhältnis zwischen Kapitalismus und Demokratie eine Zeit lang überdeckt hat. Dieser Klassenkompromiss wurde möglich, weil die Arbeitsproduktivität durch die industrielle Massenproduktion sehr gestiegen war. Dadurch waren Lohnsteigerungen möglich. Dadurch kam es zu Massenkonsum.
sodass die Rentabilität des Kapitals nicht durch Lohnsteigerungen beeinträchtigt wurde. Dieser Klassenkompromiss der Nachkriegszeit zerbrach durch eine sehr komplexe Konstellation von Ereignissen Anfang der 70er Jahre. Die Kapitalvermehrung konnte nicht mehr auf der Basis der Realwirtschaft erfolgen und das Kapital suchte sich daher von nationalstaatlichen Restriktionen freizumachen. Das ist das, was man dann Globalisierung nennt. Das war zugleich der Siegeszug, das war die große Stunde des Neoliberalismus, die eigentlich bis dahin, man muss sagen, auch unter Ökonomen, ein Schattendasein gefristet hatte. Die neoliberale Ideologie, deren Sprache sich sehr leicht zu lernen ist, mit dem Vokabular freier Markt, Deregulierung, Reformen. Übrigens alles Worte, die genau das Gegenteil von dem bedeuten, was sie eigentlich vorgeben zu bedeuten. Diese neoliberale Ideologie führte zu einem neuen Klassenzusammenhalt der Kapitalbesitzer und damit zu einer Verschmelzung ökonomischer und politischer Eliten und zu einer starken ideologischen Homogenisierung der Machteliten. Diese Homogenisierung ist genau der Grund für die Einschränkung des öffentlichen Debattenraumes in dem Maße, wie die Kapitalakkumulation sich von der Realwirtschaft befreite und global wurde, kam es zu einer extremen ideologischen Homogenisierung, die sich auch auf die Medien übertrug. Und die Medien sind natürlich diejenigen, die den öffentlichen Debattenraum überhaupt erst konstituieren. Der Siegeszug des Neoliberalismus führte auch zu einer Transformation der traditionellen Volksparteien, die in dem Maße ihre gesellschaftliche Verankerung verloren, wie sie sich in den Siegeszug der neoliberalen Revolution stellten. Die klassischen Volksparteien haben daher zum Selbsterhalt sich zunehmend in die staatlichen Machtapparate integriert und in den Parteispitzen untereinander verflochten, sodass sie im Kern weitgehend austauschbar geworden sind. Dieser Prozess ist empirisch, dieser Transformationsprozess der Volksparteien ist empirisch sehr gut studiert und der renommierte Parteienforscher Peter Mayer prägte für den neu entstandenen Typus von Großpartei den Ausdruck Kartellpartei, der die Sache eigentlich treffend auf den Punkt bringt. Diese Kartellparteien deklarierten sich nun zur Mitte. Und zwar zu einer alternativlosen Mitte. Auch das ist ein Prozess, der mit einer extremen Einschränkung wieder des öffentlichen Debattenraumes einhergeht. Und zugleich erklärten sie, dass die traditionelle Links-Rechts-Unterscheidung obsolet geworden sei. Ich gebe Ihnen hier nur ein paar beliebige Beispiele, zum Beispiel Gerhard Schröder: Es gibt keine linke oder rechte Wirtschaftspolitik, sondern nur eine gute oder schlechte Wirtschaftspolitik. Links und rechts hat sich überholt. Und wir sollten nicht vergessen, dass genau das Motto des italienischen Faschismus war. Diese Mitte ist in ihrer Demokratieverachtung keine Mitte. Sie hat ohnehin mit dem, was man traditionell unter politischen Mitte, das war ja traditionell schon eigentlich eine weitgehend inhaltsleere Kategorie, hat sie nichts mehr zu tun.
sie war eine extremistische Position in ihrer Demokratieverachtung. Das zeigt sich auf allen Ebenen der Gesellschaft, insbesondere natürlich in der Entmachtung der Legislative durch die Exekutive. Aber es zeigt sich natürlich auch in einer Vielzahl von Politikeraussagen, die das sehr deutlich zum Ausdruck gebracht haben. Ich gebe Ihnen hier nur ein Beispiel von Angela Merkel. Wir haben Grundgesetz hin oder her. Wir haben wahrlich keinen Rechtsanspruch auf Demokratie und soziale Marktwirtschaft auf alle Ewigkeit. Diese Mitte ist zugleich auch extremistisch in ihrer Verachtung für alle Ideen einer solidarischen Gemeinschaft. Die gibt es nicht mehr. Es gibt nur noch isolierte Individuen, die ihren Nutzen optimieren. Das ging damit einher, diese alternativlose Mitte ging damit einher, wie Peter Mayer, den ich schon zitierte, den Parteienforscher, der sagte, der immer stärker eingeschränkte Spielraum für Opposition, und mit Opposition meint er natürlich eine echte Opposition, Spielraum für Opposition innerhalb des Systems ist einer der Gründe, warum der politische Bereich zu einem so starken Nährboden für Populismus geworden ist. Auch diese Ideologie der Alternativlosigkeit impliziert natürlich, dass der öffentliche Debattenraum auf das beschränkt wird, was die Mitte als Mitte deklariert. Ich will Ihnen diesen Möglichkeitsraum menschlicher Denk- und Handlungsoptionen zu Ideen der Gestaltung einer Gesellschaft oder auch zu Lösungen, will ich Ihnen mal symbolisieren vor der Folie des Gehirns. Dieser Denk- und Möglichkeitsraum spiegelt nichts anderes wider als das kreative Potenzial des menschlichen Geistes. Er ist fast beliebig groß, er ist fast unbeschränkt. Das zeigt die Ideengeschichte. Ich symbolisiere diesen Denkraum mal mit diesen gestrichelten offenen Linien. Jetzt tritt Folgendes ein. Diejenigen, die den öffentlichen Debattenraum gestalten, sind weitgehend die Medien und damit natürlich auch die Besitzer der Medien, engen jetzt den zulässigen öffentlichen Debattenraum ein. Das, was jetzt zur Verfügung steht, ist dann natürlich die Menge der überhaupt noch öffentlich verfügbaren Lösungen. Die Menge der Lösungen für gesellschaftliche Probleme wird jetzt eingeschränkt auf das, was vernünftig ist. Und alles, was außerhalb des öffentlichen Debattenraumes ist, wird jetzt als unvernünftig, irrational, extremistisch und heute gerne als populistisch bezeichnet. Verfolgt man das über die Jahre, das ist ja vielfach in der Literatur auch nachgezeichnet und aufgezeigt worden, verfolgt man diese Einschränkung des öffentlichen Debattenraumes, so sieht man, wie er sich über die nächsten Dekaden immer weiter reduzierte, bis er zu diesem Schrumpfraum geworden ist. Das ist dann die verantwortliche Mitte. Jetzt kommt etwas hinzu, dass die Mitte, obwohl sie vorher gesagt hat, die Links-Rechts-Dichotomie, die Links-Rechts-Achse ist eigentlich obsolet, führt sie sich jetzt hintenrum wieder ein und legt sie in ihr Spektrum rein und sie definiert damit auch den linken Rand des zulässigen Dissens. Jetzt wird bestimmt, welcher Dissens ist eigentlich sozusagen vernünftig. Das ist der äußere Rand des zulässigen Dissens. Mit dem rechten Rand haben Sie traditionell weniger Probleme. Und jetzt wird gesagt, das ist sozusagen die extremste Möglichkeit dessen, was links ist. Das hat natürlich mit den historischen Kategorien, mit den historischen Dimensionen von links nicht mal mehr Berührungspunkte.
was jetzt im öffentlichen Debattenraum als links deklariert wird, hat mit dem historischen Konzept von links keine Berührungspunkte. Deswegen ist es wichtig, sich nochmal in Erinnerung zu rufen, was ist eigentlich mit links und rechts gemeint. Ich will Ihnen mal eine Minimaldefinition geben von sehr renommierten Soziologen aus den 50er Jahren, die sagen, mit links wollen wir ein Eintreten sozialen Wandels in Richtung größerer Gleichheit, politisch, wirtschaftlich oder sozial bezeichnen. Mit rechts eben genau die Gegnerschaft dazu. Das ist eine Art Minimaldefinition. Und es wird niemand behaupten wollen, dass ich diese Definition erledigt habe, dass die obsolet geworden sei. Wenn wir es komplexer wollen und sagen, wir wollen nicht die eindimensionale Achse, wir wollen es komplexer, mehrdimensional, dann ist es lohnend, in die Zeit der Aufklärung zurückzugehen, sagen, was haben die denn darunter verstanden? Da finden wir, rechts ist, wer die jeweiligen Zentren der Macht, das war damals Monarchie, ökonomische Eliten, und die Strukturen, auf denen diese Macht basiert, damals die Kirche, Kolonialismus, Sklaverei, heute Konzernkapitalismus, zu stabilisieren und zu erhalten sucht. Das ist eine Bestimmung, die auch heute noch Gültigkeit hat. Links ist, wer sich für die Anerkennung der Gleichwertigkeit aller Menschen einsetzt und für eine demokratische Einhegung von Macht. Das war die Haupttriebfeder der Aufklärung. Also die Links-Rechts-Unterscheidung ist heute noch so gültig wie damals, trotz der Ideologie der alternativlosen Mitte. Und um das zu verstehen, ist es wichtig, sich nochmal die Leitideale, vielleicht kennen Sie schon, aber sich die nochmal in Erinnerung zu rufen. Denn diese Leitideale sind ja nicht einfach idealistische Setzungen, wo man gesagt hat, lass uns doch mal was Schönes ausdenken. Diese Leitideale der Aufklärung waren mühsam gewonnene kollektive Schlussfolgerungen aus der Überlegung, wie kann man die Blutspuren der Geschichte verhindern, die uns immer wieder in diese Situation geführt haben. Es war ein ganz mühsamer, das sind zivilisatorische Leistungen, zivilisatorische Großtaten. Die Schlussfolgerung, die Sie haben, ist ein humanitärer Universalismus, die prinzipielle Gleichwertigkeit aller Menschen und die Ablehnung von Nationalismus, Chauvinismus, Rassismus, Exzeptionalismus, die nicht mehr zur Rechtfertigung von Macht herangezogen werden dürfen. Ferner folgt daraus Demokratie als politische Selbstbestimmung und Sie sehen, wir sind jetzt eigentlich wieder bei John Dewey. Alle Machtstrukturen haben ihre Existenzberechtigung nachzuweisen und sich der Öffentlichkeit gegenüber zu rechtfertigen, sonst sind sie illegitim und somit zu beseitigen. Jeder Bürger soll einen angemessenen Anteil an allen Entscheidungen haben, die das eigene gesellschaftliche Leben betreffen. Zentrale Bereiche einer Gesellschaft, fast wörtlich John Dewey, insbesondere die Wirtschaft, dürfen nicht von einer demokratischen Legitimation und Kontrolle ausgeklammert werden. Nun stellt sich die Frage, wenn man sich diese heute sehr radikal klingenden Prinzipien der Aufklärung ansieht, wo sind die eigentlich im öffentlichen Debattenraum zu verorten? Bevor wir uns das ansehen, will ich aber noch mal die Kontroverse, von der wir gestartet sind, den Ertrag dieser Kontroverse zusammenfassen. Demokratie kann nur funktionieren, wenn sie einen intakten öffentlichen Debattenraum hat. Das Herzstück der Demokratie und die Bedingung ihrer Möglichkeit sind ein Debattenraum, in den sich alle gleichberechtigt einbringen können und in dem alle gesellschaftlichen Interessen und Perspektiven
vertreten sind. Wenn jemand Interesse hat, sich das näher anzusehen, ist gerade erschienen, einer der führenden Ideengeschichtler zur Aufklärung, Jonathan Israel. Da finden Sie ihn vielleicht übergroßem Detail, sind 800 Seiten. Diese Dinge aufgeschlüsselt. So, jetzt schauen wir uns an. Das ist der Raum der gesellschaftlich zur Verfügung stehenden Lösungen gesellschaftlicher Probleme. Da ist die Mitte, die zulässigen Grenzen dessen, was sie als maximal links deklariert und damit die Grenzen von Dissens festlegt. Nun schauen wir, wo die Aufklärung zu verorten ist. Die liegt weit, weit außerhalb des heute zulässigen Debattenraumes. Das Gleiche gilt für John Dewey, das Gleiche gilt für Ingeborg Maus und viele andere. Solange das so ist, haben wir keine Chance, Lösungen für die drängenden gesellschaftlichen Probleme zu finden. Solange der öffentliche Debattenraum in einer solchen Weise eingeschränkt ist, und es gibt guten Grund zu der Annahme, dass für fast alle bedrohlichen gesellschaftlichen Probleme die Lösungen, die wir eigentlich brauchten, heute weit außerhalb des zulässigen öffentlichen Debattenraumes liegen. Unsere vordringliche Aufgabe besteht also darin, die systematisch herbeigeführte Degeneration des öffentlichen Debattenraumes rückgängig zu machen. Dazu kann jeder etwas beitragen. Und auf diese Weise den Möglichkeitsraum von Handlungs- und Denkoptionen zu weiten und einer wirklichen Demokratie eine Chance zu geben. Danke. Die Teleakademie war heute beim Deutsch-Amerikanischen Institut in Heidelberg. Es sprach Professor Dr. Rainer Mausfeld zum Thema Elitendemokratie und Meinungsmanagement. Hat sich die Vorstellung vom mündigen Bürger überlebt?